So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Fallout 1. Ja, im letzten Part sind wir leider nicht hier stehen geblieben, wie ihr also in den letzten Part, den ihr gesehen habt, weil wir ja, dummerweise, beziehungsweise ich dummerweise, Fallout 3 installiert habe und ein paar Grafikmods installiert habe. Und dann wollte ich testen, na, kannst du damit dann auch aufnehmen oder läuft dann alles wieder Amok oder fickt dann die Welt wieder mit Hitler? Und ja, ich habe dummerweise dann nicht nur die Aufnahmen von Fallout 3 wieder gelöscht, sondern auch noch die restlichen Folgen von Fallout 1, um genau zu sein, Parte 43 bis 47. Ist natürlich geil, haben wir natürlich einige Sachen verpasst. Ich weiß selber gerade jetzt aktuell nicht mehr so genau, was wir hier eigentlich wollten, aber ich glaube, ich wollte einkaufen gehen. Ja, ich habe Super Stimpaks, glaube ich, gesucht, weil der Kampf da ist nicht gerade sehr einfach. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Schauen wir noch ein bisschen hier rum, ob wir noch einen Händler hier finden, aber ich glaube, hier war gar keiner mehr. Beziehungsweise keiner, der hier irgendwie was großartig was hatte. Nee, hier war nur Scheiße. Was willst du? Eigentlich möchte ich dich umbringen, wenn du schon so nett fragst. Aber naja, heute bin ich vielleicht doch mal ein bisschen netter und schlachte dich nicht direkt ab. Wo geht's denn hier hin? Mal schauen. Ach, guck mal. Hallo Fremder, was kann ich für dich tun? Ich heiße Nonne. Erfreut dich kennenzulernen. Ich bin Tine. Tine Wittler. Ja, was kannst du mir etwas wie Händler überhaupt sagen? Ich handle manchmal mit ihnen. Meistens tausche ich Kugeln gegen Essen. Ich würde gerne Handel treiben. Ach, ja, ich bin ein kleiner Treibemann. Ach, schön, Munition, die ich bräuchte und eine Nuka-Cola. Wie viel habe ich denn noch von der Munition, die ich bräuchte? Achso, okay. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Oder brauche ich, oder? Ach, weißt du was? Man gönnt sich ja sonst nichts. Dafür kann ich dann hier vielleicht zwei dir eröffnen. Oh, zwei wären fast schon zu viel, aber scheiß drauf. Man hat's ja, ne? Das ist ein gutes Geschäft. Da will ich doch für dich hoffen. Okay, und tschüss. Dann gehe ich wieder, ne? Wäre mir zwar lieber, wenn du ein paar Super Stimpaks hättest, aber na gut, dann halt nicht. So, dann verpisse ich mich jetzt hier wieder aus Downtown. Wo war ich denn hier überhaupt? Hallo Zombie, du bist ja ein Zombie, ne? Du bist Mitglied des Blades. Hoi. Oh, ihr redet zu mir. Ja. Wer bist du? Ach, du bist Bett. Ja, ein Mitglied der Blades. Das ist aber schön. Aber warum in den Vorstand der Blades? Oder vielleicht die Waffenkammer der Blades? Ich würde mal F5 drücken, man muss hier speichern. Mal nachher passieren wieder komische Sachen, dann passieren sie halt und naja. Hallo, du siehst wichtig aus. Schönes Wetter heute. Naja. Was, warum sprichst du mich an? Du weißt doch, dass ich dich. Was? Dass sie dich hören können. Hä, was laberst du? Warum bist du so nervös? Nervös, ich bin nicht nervös. Alle sagen, ich wäre paranoid. Aber schließlich bin ich derjenige, der hier erwischt wird, wenn sie uns holen kommen. Euch holen kommen? Wer kommt euch holen? Du bist wirklich paranoid. Ich liebe. Nee, okay. Hä? Das schaffst du nicht. Was laberst du? Bist du behindert? Du siehst einen Mann, der kurz intensiv in die Augen stand und wegschaut, hä? Was geht bei dir kaputt? Ich glaube, sie sollten die Behandlung. Sie sollten deine Behandlung fortsetzen. Ja, was geht bei denen kaputt? Wer bist du? Ich bin Greg, aber sag es keinem weiter oder sie kommen und finden mich. Warum bist du nervös? Ja, was hat der denn Falsches getrunken? Zu viel Coca-Cola oder was? Ach, keine Ahnung. Will ich mich auch gar nicht mit dir befassen, Alter. Ich würde viel lieber das Auto hier flott kriegen und abhauen. Ach, guck mal, hier sind die Blades. Die Blades. Ach, die Idioten sind das. Also, hier seht ihr auch gar keine. Ja, die Polacken sind auch wieder zu Hause, das freut mich. Nö, ich bin ein Kind, ich renne dumm in der Gegend rum. Ja, ich hab's ja eigentlich in den letzten Parts ja schon mal erklärt, aber dadurch, dass die letzten Parts ja dummerweise abhanden gekommen sind, muss ich das wohl normal erklären. Die Polacken, das sind eine äußerst seltene Lebensform. Manche sagen sogar, sie sind vom Aussterben bedroht, was nur zu schön wäre, um wahr zu sein. Und sie wohnen dummerweise hier im Wedding, direkt über mir. Und deswegen. Achso, hier ist die Scheißfestung. Und deswegen sind das so kleine Flatterfotzen. Die sind immer so der Meinung, hey, wir sind hier die einzigsten Menschen auf der verfickten Welt. Deswegen können wir doch einfach mal so viel trampeln, wie wir wollen. Oder Bettsport machen oder Möbel rücken. Was auch immer, was die da machen. Wahrscheinlich drehen sie einfach nur am Rad und sind behindert. Aber okay. Ja, und deswegen, weiß ich nicht, müssen sie halt dann auch rumtrampeln oder alles Mögliche.
Deswegen entschuldige ich mich schon mal, falls man irgendwas in der Art hier hören sollte, aber dafür kann ich nichts. Ne? Ich habe auch schon mal den Tierschutz angerufen, mal gefragt, ob sie den nicht wieder in den Zoo bringen wollen, wo sie hingehören, aber die haben ja gesagt, nee, das wäre doof, dann müsste man sie aus ihrer natürlichen Lebensumgebung, sage ich jetzt mal, rausholen, das will man nicht, dann könnten sie nämlich eingehen. Und na gut, das kann ich auch immer verstehen. Aber wo bin ich denn jetzt hier? Im Stadtzentrum ragt eine große befestigte und restaurierte Bibliothek auf, die zugleich abschreckend und anmutig wird. In dir steigt ein wohliges, friedliches Gefühl hoch. Ach du Scheiße. Hallöchen, na, ihr seht ja nicht gerade sehr wohlig und friedlich aus. Die Musik ist auch nicht gerade sehr wohlig und friedlich. Alles Wissen ist heilig, okay. Das ist ja schon mal schön. Gibt's hier einen Händler oder wie sowas, was so aussieht wie einer? Irgendwann, der wichtig ist, weiß ich ja nicht. Wir suchen Wissen, wenn man es schön und beschützen kann. Was? Schlabberst du? Wir kommen voll aus auf der Apokalypse. Ah, okay. Ach, ihr seid das. Ach, wie süß. Ja, ist irgendwann vielleicht von euch ein Händler oder sowas? Wissen ist Leben. Ja, das finde ich schön. Dann gehe ich jetzt einfach mal die Treppe runter. Ui, habe ich ja gelernt erst letztens. Bei der Apokalypse da, was ist denn das für ein Ding? Sei gegrüßt, Brüder. Mein Name ist Talus. Talius. Wie kann ich dir heute behilflich sein? Ich bin Nonne. Was machst du hier? Ich bin hier, um diesen braven Leuten zu helfen, das Werk der Children auf der Kette-Regel zu unterstützen. Also spionierst du für die Children. Ja, stimmt eigentlich. Nein, ich bin kein Spion, obwohl das viele denken. Es gibt jedoch einen Spion in unserer bescheidenen Unterkunft, aber wir sind nicht in der Lage, ihn aufzuspüren. Ach super, darf ich das jetzt hier? Wie hilfst du dann den Followers? Ich war einmal so wie du, aber durch das Einwirken der Nightkin in Necropolis wurde ich in diesem Zustand versetzt. Okay, cool. Das ist furchtbar. Was für ein Pech. Man sieht sich. Warum warst du in Necropolis? Wie kommst du? Ja, warum warst du da? Vor einiger Zeit lebte ich an einem Ort weit nördlich von hier. Die Menschen dort hatten ein Problem mit der Wasserversorgung und suchten nach Leuten, die eine Lösung für dieses Problem finden sollten. Ah, also hast du dich freiwillig gemeldet. Ja, der Aufseher der Gemeinde gab mir eine Schrotflinte und ein paar Patronen. Diese sind doch schon vor Jahren verloren gegangen. Da ich nichts gefunden habe, konnte ich auch nicht mehr zurückkehren. Das ist wirklich furchtbar. Ich wünschte, ich könnte etwas für dich tun. Es gibt eine Möglichkeit, wie du helfen kannst. Hätte ich das mir nicht gesagt. Derjenige, der mir das angetan hat, muss aufgehalten werden. Wer ist es? Ihr Anführer ist der Kopf einer Mutantenarmee. Er nimmt reine Menschen und verwandelt sie. Ich bin mir nicht ganz sicher, da ich vor dem Vorgang bewusstlos geschlagen wurde. Ich werde sie also für dich töten. Ich danke dir für deine Freundlichkeit. Du erweist mir einen großen Dienst. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich entnahm es einem toten Abtrünnigen. Okay, cool. Was ist es? Nix. Geil. Fick dich doch. Nein, ich will nicht die Waffen wechseln. Was hast du mir denn gegeben? Ein Schlag auf die Fresse? Ach toll, was soll ich denn mit Flammenwerfer? Ich bitte dich. Kann ich aber, wer? Ich bin Nonne, ja. Du kannst sterben. Macht euch keine Sorgen um mich, Mutti. Wirst du reinkommen? Ja, durch. Ich kann mit dir handeln, nö, dann fick dich. Ja, ich möchte gehen. Ist in Ordnung. Ja, ist toll. Wir müssen uns schützen. Ja, dann nutz Kondome. Die sollen sehr gut schützen, habe ich gehört. Na gut, hier gibt es irgendwie keinen wichtigen Menschen. Wunderbar. Zeitverschwendung. Yay. Ach, ich will doch nur ein paar Super Stimpaks. Das ist doch so viel verlangt. Ich würde auch dafür bezahlen, keine Angst. Also, das bin ich heute mal nicht, ne? Heute mal nicht. Gibt's hier noch was anderes? Warte mal. Bleib mal stehen, du blöde Kuh. Bleib mal stehen, du altes Waschweib. Gucken wir mal. Hallo. Oh, cool. Kronkorken. Richtig toll. Die brauche ich jetzt gerade richtig. Da gehe ich wieder. Tschüss. Ich brauche einen Händler. Wahrscheinlich gibt es hier 1000 Millionen Händler und ich sehe die einfach nur nicht. Weil ich blöd bin. Scheiße, mir fällt gerade auf, ich habe das Radio angelassen. Nein, Radio des Todes. Ich kämpfe woanders hin, so Pech gehabt. Wo könnte man noch handeln? Hub, Raiders. Ja, bei den Raiders bestimmt. Fick mich. Soll ich mal zum Boneyard gehen? Da war ich gerade, ne? Schön. Schön, how schlau ich bin. Dann lass uns doch mal zum Hub gehen. Da will ich auch schon was. Du machst mir Angst. Ach so, okay, ja doch nicht.
Ich dachte schon, da bin ich schon. Oh, ein Zwischenfall. Hoffentlich medizinisch oft. Toll. Du stürzt fast über euer umliegendes Geröll. Die können hier wirklich eine Organisation brauchen, die sich um die Landschaft kümmert. Ja, da hast du total recht. Wäre ich voll dafür. Die Pädophilen sollten entweder arbeiten oder so, keine Ahnung. Hup. So, Watermessions, Händler. Das klingt doch sehr schön. Da gehe ich direkt mal hin. Vielleicht gibt es ja was gratis. Ha, schön wär's. Gut, hier wohnt schon mal keiner. Warum auch? Viel zu anstrengend da zu wohnen. Immer diese, wie soll ich nennen, exotische Musik hier. Wo ist denn hier der Eingang? Da ist er ja. Wir sind ja auch. Guck mal, sind ja schon alle tot. Na, du Arschloch. Der Segen der Heiligen Flamme sei mit dir. Tu mich auch. Was ist die Heilige Keiner Flamme? Ist größer als die Heilige Flamme und wir sind ihre Diener. Das ist schön, Cages. Du bist mir zu uninteressant, weil du kein Händler bist. Und ich will einen Händler des Todes. Aber ich mache erstmal einen kleinen Cut, weil mir brennt, glaube ich, gerade die Suppe an. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Follow Dance. Tschüss.